letzte Runde die Erdenergie erzeugt hat und womit? Lag das immer auf Michi? Ah ja, doch, hier. Ja, habe ich. Ist die wahrscheinlich geheilt. Okay, nein, ich wollte nur sicher gehen, dass das wirklich auf Waning ist und nicht schon auf Inert gehört. Okay, wir sind am Anfang der nächsten Runde. Wir haben noch alle drei Sonnendämonen und seit letzter Runde einen neuen Wyrmling. Und wir haben noch drei Runden, um auf die höchste Ebene zu kommen, sonst verlieren wir das Szenario. Sonnendämon 3 hat nur noch 2 Leben. Ja, und der Sechser hat eine Wunde. Okay. Ah, diese Sonnendämonen. Es sind 4 Sonnendämonen, oder? Nein, drei. Und ein Eins. Wyrmling. Achso, ja, genau. Shit, die sind so stark. Naja, der Vierer Sonnendämon hat uns bis jetzt nicht geschert, aber der wird irgendwann in zwei Runden oder so die Treppen runterkommen. Der kann bald runterkommen. Na, er braucht noch vier Bewegungspunkte. Aber der Das müssen wir Dreier schaffen. ist jetzt so gut wie tot, hat nur 2 Leben, ne? Der Zehner, also Ja, der. der Zehner wird Wunden kassieren, solange er keine Heilung kriegt. Der Neuner? Kommen Schamanen auch? Wyrmling-Schamanen? Irgendwann. Ja, Wahrscheinlich, wenn man hatten ganz bis jetzt oben keine, gell? lange. Wie war das? Jede gerade und jede ungerade Runde irgendwie so? Ja, der Sechser, ja. Der hat 10 Leben, deswegen. Ja, das ist so. Wenn wir den einen runterkommen lassen, könnten wir eigentlich alle rauf rennen. Wir müssen sie dann trotzdem noch irgendwann killen. Ja, gut, der eine kriegt die Wunden die ganze Zeit. Das Hat man. stimmt, ja. Der andere Nur mit dem Zweier. schaffen wir es wirklich, alle in derselben Runde raufzurennen? Wir müssen auch bedenken, es kann sein, dass wir geschubst werden. Ich kann nicht schnell rennen, das sage ich euch gleich. Der Scout ist das Problem, der hat einen Range Attack, ne? Ich glaube nicht. Das Nein. ist. Aber er steht in der Mitte. Er wird sicher irgendjemanden von uns angreifen können. Da müssten ja alle Außer. vor ihm dran sein. Außer wir killen vorher, Ja, aber wenn wir ihn killen wollen, werden wir uns nicht so gut bewegen können, nehme ich an. ja. Hab doch. Ich muss mal meine Karten durchschauen. Ja. Haben wir überhaupt genug Bewegung? Das ist, ich habe vier Bewegungen und Jump im Notfall, um raufzukommen. Aber Ich zum habe auch Beispiel vier Bewegungen. René braucht fünf Bewegungspunkte, sogar wenn er nicht geschubst wird, um sicher raufzukommen. Und das Problem ist auch, nein, wir können nicht alle gleichzeitig rauf. Ich komme nicht drauf, Nein. Leute. Guter Plan, aber da geht nicht. Ich schlage vor, dass zwei leichtfüßige Leute raufgehen Ich und bin ehrlich zwei gesagt unten dafür, dass bleiben. wir einfach unten bleiben und die Sonnendämonen killen. Ja, Ja, schon. wie viel lang haben wir Zeit? Äh, Noch drei jetzt sind Runden. wir Anfang in der vierten Runde und am Ende der sechsten Runde müssen wir nach oben kommen. Ja, also ich würde sagen, wir hauen diese Runde auf Sonnendämonen ein und nächstes ist die fünfte Runde. Sollten dann zwei Leute probieren, raufzugehen, damit sicher einer in der sechsten Runde oben anlangt. So würde ich es machen. Ich muss sagen, ich bleib unten. Alright, wollen wir mal. Also ich kann jetzt mit einem relativ schwachen, aber wahrscheinlich ausreichenden Angriff mit diesen Eagle-Eye-Goggles auf den Wyrmling-Scout und auf den Sonnendämon draufhauen. Das klingt gut. Also der Sonnendämon, der wird dann wahrscheinlich erledigt sein. Der Scout hat noch wie viele Leben? Der hat noch. Ja, das werde ich nicht schaffen. Es kommt jede Runde ein neuer Scout außerdem. Ja, Gott, shit. Und die schubsen uns immer von der Mitte herum, die Na, mit Wunden. dem Scout schaut es so aus, dass wir einfach rauf müssen. Das Ich ist glaube so. nicht.
Ich glaube, wir müssen die Sonnendämonen wegkriegen. Die Scouts sind nicht so ein Problem. Die Ja. Sonnendämonen haben. Ja. Wir müssen ihn nur zweimal angreifen, jeden Scout, und er fällt runter. Und Kann ist ihn mit tot. einer Attacke runterschmeißen. Ja? Also, ich komme Natürlich. früh dran und ich hau auf den Scout und auf den Sonnendämon drauf. Den Ja, Sonnendämon wird es ich glaube, wir erwischen, sollten die den Runde nicht Scout zu viel nicht planen, ganz. sondern einfach nur draufhauen. Warte Ja, mal, mach mal. warte mal, warte mal ganz kurz. Kannst auf beide draufhauen. Ja. Also, das ist mit Move 2 und. Oh, verdammt. Ja, nein, doch, das geht. Ja, das geht. Das heißt, du willst dich zu ihm hinbewegen, oder? Genau. Und ich vertraue darauf, dass ich den Sonnendämon erledige. Es wäre nett, wenn einer hier steht. Ja, Brauchst du das bin Heilung? ich. Ich gehe da Brauchst du rein. Heilung? Nein. Ich Also, nein, das brauche ich würd nicht. dich jetzt heilen, diese Runde. Ja, warte, 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 Ich warte. bin auf Maximum. Bist auf Maximum, okay. Wie schaut's mit mir aus? Ich habe 9 von 12. Ja, du bist der Einzige, der nicht auf Maximum ist. Okay. Also ich würde dich heilen mangels anderer Alternativen, die ich sinnvoll machen kann in diesem Zug. So, warte mal. Naja, ja, ich heile mich auch ein bisschen selber. Okay, dann suche ich andere Alternativen. Okay. Okay, sagen wir es mal so, ich halte mich bereit, dass ich den einen bewegen sich die Sonnendämonen nochmal. Zwei. Wenn du da hergehst, ist es zu wenig, der erwischt dich, gell? Ich schaue halt, dass ich früh ankomme. Der erwischt er auch. Ich überlege wirklich schwer, einfach jetzt raufzugehen und mich mit dem Oberen zu prügeln, Nein, pass weil ich auf, sonst nicht mach zielfest mal sein so, kann. pass auf, René, schau, dass du kannst du spät drankommen? Nein, wenn ich früher eine höhere Initiative habe, als du mich von dort nicht Es besteht wegbewege, immer das greift Risiko, er dass mich er an. multiple Angriffe macht, aus irgendeinem Grund, weil es die Karte sagt. Das war's. Also. Nein, brauche ich nicht. Wenn du hierher gehst, war da, bist zwei Felder entfernt und ich bin zwei Felder entfernt. Wenn ich eine höhere Initiative habe, bin ich dann das First Target. Es kann sein, dass es eine Karte gibt, wo die Sonnendämonen mehrere Ziele angreifen wollen. Aber dann brauchen sie Aber es Fernkampfangriffe. ist Leute, egal, ja. kommt so früh dran, wie es noch geht. Momentan ist der René der Fokus. Und wenn der Sonnendämon urfrüh dran sein sollte, doch, doch. René, man hört dich gerade nicht. Du hast den Knopf nicht gedrückt. Wir haben dich jetzt nicht gehört. Ich habe gesagt, du bist der Fokus momentan, wenn der Sonnendämon früh. Doch? Jetzt geht darum, wie viel er sich bewegen muss. Und zu dir muss er sich nur eine Bewegung bewegen und zu allen anderen mindestens zwei. Dann. Und das heißt, wenn der Sonnendämon blöderweise früh dran sein sollte und eine Bewegung und einen Angriff hat, ich glaube zwar nicht, dass es sowas gibt, aber wenn, dann haut er einen René runter. Voller Fallenschaden. Ja, war das so früh, genau. Ja. Okay, ja, Hartmann, du bist du bist. früh genug dran, René? Nur sicherheitshalber. Okay, ja? Hartmann, ich schau, warte mal, ich schau, dass ich relativ früh dran bin. Der Ante Brut, wie früh bist du dran?
Schau, ich. Also ziemlich früh. Für meine Verhältnisse auch sowieso sehr früh. Gut, dann schaue ich, dass ich nicht so früh dran bin. Ich folgendes nur, um euch zu fragen, was ihr davon haltet. Ich glaube, es ist nicht gut zu warten, bis der Sonnendämon, der da oben ist, runterkommt, weil er braucht, auch wenn er sich jedes Mal zwei Punkte bewegt, braucht er zwei Runden, bis er bei uns unten ist. Das ist ziemlich lange. Ich würde gern raufgehen und mit einem Giftangriff jetzt angreifen oben, auch wenn er mich haut. Ja, Gift ist gut. Aber Gift macht ihm nicht pro Runde Schaden, ne? Nein, aber er hat noch 12 Leben und Das alle stärkt die Angriffe, die Angriffe. folgen, werden verbessert. Die andere Option ist, ich greife die Nummer 6 mit dem Giftangriff an, der schon eine Wunde hat, und schaue, dass ich früh dran bin. Und wenn ihr hoffentlich. Ja, mit Gift würde er halt noch schneller sterben. Ich habe ein Problem, wenn ich jetzt raufgehe, dass wahrscheinlich der Sonnendämon mich dann nachher angreift und schubst. Und in der nächsten Runde muss ich dann schauen, dass ich urfrüh dranbringe, sonst kann er mich wieder runterschubsen mit einem weiteren Angriff. Jetzt bin ich früh dran. Das heißt, ich werde wahrscheinlich raufgehen und dann wird er mich erst angreifen. Und nächste Runde habe ich dann keine niedrige Karte mehr. Das ist gar kein guter Plan, sehe ich jetzt gerade. Nein, ich bleibe unten und hau auf den mit Wunde drauf. Ich Ja, mache es mach anders, das. ich bereite mich vor, dass wenn der Brute, also wenn der René versagt, dass ich aushelfen kann. Und wenn nicht, attackiere ich wenn er sie killt, schaue ich, dass ich auch den Dämon 6 behake. Ja. Ich werde es so spielen, dass man sich flexibel bin. Aber ich werde Schaut. spät rankommen, also ich bin nicht so früh dran. Schaut euch mal eure Lost Piles an. Ich spiele nämlich die Karte, wo ich einem Spieler eine Lost Karte zurückgeben kann, ob da eine dabei ist, die ihr sehr gut brauchen könntet. Ich hab keinen Lost. Ja, es richtet sich nur an Guck den Andi mit mal. einer und an René mit zwei. Ah, die ist schon cool. Ich habe dieses Attack 6 verwendet gegen den Sonnendämon. Ja, das könnte ich dir wiedergeben. Das ist schon cool. Okay, dann mache ich das so, wahrscheinlich. Gut, wir haben alle. Ja, aber kannst du sowieso wieder kriegen. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch viele mehrere Targets haben Ich werden. drehe jetzt um meine Karten. Ja, schau mal dann, schau mal flexibel. Außerdem, du kannst deine Karten ja selber zurückholen. Ah, 2,18er, sehr gut. Upsi, noch 7. Das ist gut. So, Sonnendämonen. 88, sehr spät Ja, die dran. kommen immer spät, meistens spät Aber dran. sie greifen alle benachbarten Feinde an, wenn sie es schaffen. Und der Scout ist. Ja, das stimmt. Der Scout hat einen Fernkampfangriff jetzt mit Gift. Das ist unangenehm. Ja. Andi, ich werde vor dir dran sein, weil meine zweite Karte niedriger ist als deine zweite. Okay. Aber knapp nur. Ja, der René fängt an. Der Scout soll sowieso fallen, weil du den Das erledigen Problem möchte. ist, dass du nach ihm dran bist mit deinem Schubsen. Also du hast gar keinen Schubsen. Ich bin ja nur die Notfalllösung. Okay. Das Ding, das Scout sollte liegen eigentlich die Runde. Ja, so wie es ausschaut, müssen wir ihn jetzt eh killen. Ne? Laut Andi, ne? Nein, vergiftet. Das wäre schon gut, wenn man den. Ja. Okay, René, du bist eh als Erster dran. Er macht. Ja.
Du musst immer, wenn du die Taste drückst, für dass du anzeigst, wo auf der Karte was ist, wird dann Push to Talk deaktiviert. Da hören wir dich dann immer kurz nicht. Sage ich dir nur zur Info. Du hast 10 Finger, was ist mit dir? Er wird trotzdem geschubst. Er wird trotzdem geschubst. Upsi. Ja. Hast du übrigens die Erde verbraucht? Hast du die Erde verbraucht? Sollte man eigentlich ankündigen, bevor man die Karte zieht, aber wir machen es ausnahmsweise. Nein, es ist nicht klar. Es ist nicht obligatorisch, dass du es nutzt. Deswegen musst du es ankündigen. Ja. Dann nimm deine Erfahrung. Ja, wenn schon. Okay, nimm da Jetzt die eine gerade nicht, Erfahrung und dein aber Zug ist fertig, normalerweise gell? brauche ich das Zeug, ja. Andi, soll ich ihn jetzt runterschubsen oder machst du dann? Ist mir Ich würde egal. lieber jetzt. Ich würde Schub lieber sie jetzt vorhin den runter. Sandemon Nummer 6 vergiften. Ja, mach, was du glaubst. Mach das. Mach. Ja. Gut, das heißt, ich greife. Und ihr überlegt euch schon, wer eine Lost-Karte. Ich glaube, im Zweifelsfall dem Ande. Also, die Handy ist ganz mit gut. Attacke Attack 6. Ja. 6. Ja. Ja. Okay, ich mache zuerst den Angriff. Das ist ein Angriff mit Wert 2. Ich ziehe eine Karte. Plus 2. Es ist zu spät. Nein, eh nicht. Ja, ich habe den Sandemon angegriffen. Das habe ich ihr gesagt, Sandemon. Also 2 plus 2 habe ich Ja, den gezogen. Schild, Er ja. hat ein Schild, also gehen 3 durch. Geh von deiner Push-Taste runter, bitte. Danke. Oh, danke. So, ich reduziere ihn von 10 auf 7. Ich füge ihm eine Vergiftung zu. Ja, okay, tun wir. Und jetzt, Andi, du kriegst deine Lost-Karte zurück auf die Hand. Grazie. Mille. Und ich krieg 2 Erfahrungen, mein Zug ist beendet, du bist dran, Andi. So, ich mache jetzt einen Schritt davor. Daher. Weil, wenn ich aufs Geld gehe, erwische ich ja nicht beide. Also, ich muss daher gehen. So, machen wir mal jetzt. Und jetzt mache ich mit den EDI-Goggles diesen AOE-Angriff. Attack 2 und Muddle. So, jetzt gehe ich zuerst auf den Sonnendämon. Der hat zwar Schild 1, aber wenn 1 plus 1 dabei ist, habe ich es geschafft. Okay, das ist mal nicht toll. Okay, Sonnendämon ist weg. Das ist schon Super. mal Du hast ihn gekillt, echt eine wertvoll. Münze Da bitte. kommt eine Münze hin, genau. Und dann gehe ich jetzt auf den Wyrmling Scout. Ich gehe mal da drauf, dass ich wieder Platz habe. Okay, schauen wir mal, was die zweite kann. Okay, einen Schaden leider nur an den Wyrmling Scout. Er fliegt runter. Das ist nicht toll, aber immerhin. Der Sonnendämon ist weg. Aber dass ich den Scout alleine nicht darf, war eh klar. Ja, der hat keine Münze bei sich gehabt. Gut, die Goggles Genau. sind getappt. Die sind weg und sind getappt, ja. Ich glaube, du Ah kriegst ja, eine kann Erfahrung. Hast du schon dir die genommen? genau fahren. Okay. Eine Erfahrung. So, jetzt wäre der Scout dran, aber der ist noch im freien Fall. Der hat anderes zu tun. Jetzt der Michi dran. Der ist vor den Sonnendämonen dran. Warte mal, die bewegen sich gerade sehr wenig, gell? Das Coole ist, der Sonnendämon Genau. erreicht momentan niemanden. Was sehr gut ist.
Das heißt, ich werde mich jetzt die Runde mal daher bewegen. Mit der unteren Karte von Ancient Groves. Damit heile ich auch einen. Jeder von euch wird. Ich glaube, wir sind aber alle auf dem. Das ist wurscht, ja, aber ich krieg eine Heilung. Nein, nein, es ist nur für Jason Taylor, es ist nicht für dich selber. Nur das obere heilt mich, oder? Wie meinst du das obere? Und Ancient Gross, das obere würde mich heilen, theoretisch. Nein, auch nur Allies. Allies inkludiert dich. Ich glaube, wir haben letzte Diskussion gehabt, aber ja, okay, ja, passt. Ja. Nein, das ist relativ. Ja. Das ist relativ fix. Gut, dann bin ich mir einfach mit 2 runter. Ich werde mit Massive Boulder angreifen. Vor den Sanddemon. Ja, du stehst aber noch ja, da, wo du warst. Ich werde mich daher bewegen, ne? Weil ich kann ja trotzdem Fernangriff daher machen, ne? Ja. Ja, ich habe mir gedacht, ich bewege mich trotzdem, ja, im Prinzip ja, aber ich habe mir gedacht, wir stellen uns eher in die Richtung, weil dann braucht er länger zu uns und wir können dabei noch behaken. Ja, das stimmt, ja. Jetzt geht er wieder auf René los. So, warte mal. Ja, aber der, achso, warte mal, der muss dort. Das stimmt, ja, aber du hattest 7 Initiative. Es sind 2 Felder zu Michi und 2 Felder zu dir. Also 2 Bewegungspunkte, meine ich. Es geht um die Bewegung, die er braucht, wie viel Bewegung er braucht. Es ist 2 Bewegungen zu jedem von euch. Das ist der allererste Faktor. Der zweite Faktor ist die Luftlinie. Ich meine, ich muss sagen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich schaue es inzwischen auf. Ich greife mal den Sanddemon an. Unterschied, wo er hinzieht. Mach das. Mach mal. Mit plus 1. Er hat außerdem Gift. Bewegt er sich nicht. Damit geht er gar nicht. Er hat Gift. Moment, warte mal. Machen wir das mal kurz fertig. Er hat Gift, das heißt, er kriegt 2 mehr Schaden, oder? Einen mehr. Einen mehr. Das heißt, er hat Gift, genau, aber er hat eine Rüstung. Plus 1. Das gleicht nicht aus. 4 Schaden kriegt er. 4 Schaden, ja. Er müsste jetzt auf 3 sein, gell? Die Wunde kriegt Kassid aber auch noch, ne? Da, wenn er dann dran ist, ja. Das ist er jetzt eh, weil du fertig bist. Macht sie mal den Sonnendämon. Wir gehen mal davon aus, dass auf René losgeht. Wir können sie nachher noch ändern. Gebt sie einfach noch einen Schaden und ich suche gerade nämlich die Fokusregeln durch. Schaden hat er. Aber wir ziehen ihn jetzt einfach mal da runter. Ja. Es sind nicht die Felder, sondern wie viel Bewegung er braucht. Also ist da René der Fokus. Ja, genau. Und ein Schaden kriegt er noch, passt. Weil er keine Ränge hat. Und mehr macht er nicht. Ja. Und auch der obere macht nichts, weil der hat nur einen Bewegungspunkt und will auf die Stiege gehen, aber dafür braucht er 2 Bewegungspunkte, die er eben nicht hat. So. Den habt ihr weggeräumt, den Scout? Ja, das Scout ist runtergefallen. Cool. Die Runde ist fertig. Aha. Der René muss einmal seine Angriffskarten-Modifikator-Deck mischen. Weil er einen Patzer gezogen hat. Ich habe übrigens immer noch, nur als Hinweis, eine Minor Mana Potion, mit der ich ein Element erzeugen kann. Ah. Moment, also vor allem ich habe vorher eine Erde. Ja, die gehen wir auf Waning, ja. Das haben wir vergessen. Naja, jetzt kommt da mal ein neuer Scout. So, der hat jetzt nur noch 3 Leben. 2 Leben sogar noch. Und Bluten oder auch. Wow. So, der Scout hat nur ein potenzielles Feld. Das ist da. Der kriegt 5 Leben. Wir gehen in Runde 4.
Nein, wir gehen in Runde 5, das habe ich vergessen. Also jetzt müssen wir Plan schnell zu rauf, passen. oder? Die Letzte Runde Runde war Runde 6 4. ist. Ende Runde 6 müssen wir Ja, diesen jetzt muss Punkt schnell 1 einer erreicht rauf. haben. Das muss jetzt sein. Ja, also ich gehe jetzt, ich gehe, es Ja. sollten zwei Leute raufgehen, über Genau. jede Stiege einer, um Absolut. sicher zu gehen. Also ich gehe jetzt einfach die Stiegen rauf und mache irgendwas da oben. Und ich werde schauen, dass ich spät Nein, da dran muss bin, früh damit mich der drankommen. Sandiemann nicht von den Sonst Stiegen versperrt runterschubst. der Sonnendämon die Nein. Stiegen. Dann Okay. springe ich. Obwohl, nein, ich Eben. habe nicht mehr als 4 Bewegungspunkte. Ja, du hast recht. Ah, das Problem ist nur, ah, dann schaffe ich es nicht nach oben, weil ich kriege nicht mehr als 4 Bewegungspunkte pro Zug. Das schaffe ich zwar zweimal hintereinander, aber wenn mich der Sonnendämon von der Stiege runterschubst, Eben. Muss doch nur dann daher. schaffe ich es immer noch. Naja, es sollen ja zwei Leute raufkommen. Ah, nein, da komme ich nicht hin. Das Problem ist, wir sollten zwei raufschicken, um sicher zu gehen, Also, ich dass sage das euch nur, funktioniert, dass wir ich Ende habe Runde 6 da oben eine Move sind. 6 Karte, die ich aber verliere. Für Notfall, Für ja. Notfall, gell? Das heißt, du positionierst dich auf jeden Fall so hin, dass du mit 6 Movement nächste Das Runde oder heißt, ich 6. müsste Runde jetzt auf einer dahin Stiege kämst. zu stehen kommen. Ja, klar. Genau, und zwar auf diese hier. Ja, das würde ich sogar schaffen. Das Problem ist, dass dich da der Wyrmling Scout schubst. Das heißt, schau, Ja, dass du spät spät dran dran bist. sein ist meine Spezialität. Und ich probiere es trotzdem als Plan B sicherheitshalber unten noch, aber ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Oder gibt es jemanden von euch, der irgendwo mehr als 4 Bewegungen zusammenbringt? 5 und ich würde die Karte verlieren. Ja, also der René ist sicher nicht. Und ich glaube, die Michi brauchen wir da unten. Ja, ich probiere es einfach, weil wenn der Sonnenmond aus irgendeinem Grund nicht angreift, dann kann ich schaffen. Nein, ich werde trotzdem spät dran sein. Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn wir uns auf den Andi verlassen Oh. müssen. Oh. Nein, gemeint ist Ja, das, wenn ja. wir nur einen Plan haben. Nein, nein. Nein, das Nein, ist ich jetzt nicht, verstehe. ich habe es Ein natürlich Plan. so formuliert, dass es gegen dich gemeint war, aber es wäre gut, wenn wir zwei Optionen hätten, wenn eine aus irgendeinem Grund irgendwie daneben geht, dass wir es trotzdem hinkriegen. Aber meins wird nicht funktionieren. Und wenn beim Andi irgendwas ist, dass er stolpert oder so, dann haben wir ein Problem. Schau, ich habe zwei Bewegungen, vier Möglichkeiten jetzt. Der Plan wäre der, ich gehe jetzt die Stiegen hinauf und bleibe auf den Stiegen stehen und dann hüpfe ich über den Sonnendämon drüber und kann nochmal mit vier Bewegungen auf den oberen Rubble hinkommen. Das ist der Plan. Das Problem ist nur das, wenn ich jetzt auf die Stiegen hier gehe, wird der Dämon mich angreifen und von Stiegen runterschubsen. Und dann brauche ich mehr Bewegung und die habe ich dann nicht. Wenn er angreift, hier runter. Und wenn ich mich jetzt spät bewege, dann schaffe ich es deswegen nicht, weil sich der Sonnendämon hier auf die Stiegen drauf bewegt und ich nicht über ihn drüber komme. Genau, und auf das werde ich es anlegen. Auf das werde ich es anlegen einfach. Der Andi könnte durch mich durchlatschen, oder? Ja, das habe ich vor. Ich muss nur auf die Stiegen gehen. Ja, Aber aber das ich könnte bringt. auch hier stehen und du kannst durch mich durch. Was? Ande! Ande, du Dann kann bist ich sehr nicht spät durch dich dran. Ja, okay. Okay. Okay, das heißt, wir wollen auf jeden Fall nicht, dass die Scouts auch dort stehen. Alles klar. Ja, Ich kümmere das mich ist darum, ich brauche die Problem. Naturenergie. Was mit der Naturenergie? Passt. Okay. Das würde jeder Drogensüchtige sagen. Aha. Der war gut. Obwohl, ich glaube, der Spellweaver ist da nicht wählerisch. Jedes Element ist für ihn in Ordnung, dass er Wir sich geben brauchen kann. aber echt auch einen Plan B. Nur ein Plan allein ist zu wenig. Es gibt keinen Plan B, Oh. Ande. Also geh sicher, Das dass du wird knapp, schaffst. ja. Naja, Ande, bevor wir jetzt die Karten aufdecken, was ist dein Plan in dieser Ja, Runde? ich komme spät dran. Ich schaue, dass ich auf die Stiegen komme und falls angrenzend Auf die auf die oberen oder hier. auf die unteren?
Das ist aber riskant. Aber ich kann auch die erreichen, nur da kann mir dann. Da steht dann eine Sonnendämonin im Nein, Weg. das ist. Genau, also Aber die eigentlich nicht, weil nicht riskant ist jetzt, dann, wenn der weil Scout. ich habe. Ich könnte springen. Nein, der Scout ist relevant. Der Scout ist das Relevante. Ich kann mich auf beide Stiegen stellen. Er will auf jeden Fall die oberen. Er will die oberen Stiegen auf jeden Fall machen. Hat die sechste Bewegung Nein, einen aber Jump? ich habe einen Plan. Bande? Du hast die Stiefel. Warte, ich ziehe Okay. nochmal meine Karten zurück. Und ich Moment, sage euch kurz eh, bitte. das ist nicht ohne allein So. darauf gehen. Andi! Aber gut. Andi, das generelle Problem ist Ja. das, wenn du spät dran bist und auf die Stiegen gehst, besteht ein kleines Restrisiko, dass entweder der Scout oder der Sonnendämon trotzdem nach dir dran ist und dich auf den Stiegen angreift und dich runterschubst. Und dann haben wir verloren. Deswegen Ja, tue ich ja. jetzt so drauf rumhaken. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber wenn das eintritt, dann haben wir ein Desaster und schaffst du es diese Runde nicht irgendwie, da oben dieses Feld hier Ganz zu kurz erreichen. nur, kurze Frage. Wenn ich brauche zwei Felder, dass ich auf dieses Ding draufsteige, oder? Und dann bräuchte ich nochmal zwei Ja. Felder, dass ich da drauf komme. Ist das richtig? Genau. Nein, du. Also. Das ist schon. Also ich sage euch jetzt was. Ich habe zwei Bewegungskarten, die mir ganz, ganz nette Bewegungen ermöglichen. Beide natürlich in der unteren Hälfte. Aber beide Karten würde ich verlieren dabei. Also ich könnte schon Das ist das insgesamt geringste 10 Moves Problem. machen in den nächsten Runden, 2 Runden. Andi, du hast noch 10 Karten und schau, das Szenario wird nicht lange dauern. Karten verlieren ist absolut akzeptabel. Das heißt, verwende eine von den beiden, die du verlierst, jetzt schon, wenn du es damit schaffst, auf diese Ich, Stiege hier nein, oben zu kommen. ich habe jetzt eine, die ich nicht verliere. Und ich würde damit beide Stiegen erreichen. Nein, du musst nicht die beiden Stiegen erreichen. Achso, du meinst hier oben schon. Ja, genau. Da, dieses Feld solltest du Okay, jetzt lass mich mal erreichen. nachdenken. Ja, das kann ich machen. Bitte. Das wäre sehr wichtig. Wie gesagt, es besteht das kleine Restrisiko, dass wenn du auf einer der beiden unteren Stiegen stehst und die Gegner nach dir noch dran sind, dass sie dich runterschubsen und dann erreichst du im nächsten Zug nicht Ja. das Feld, was wir erreichen müssen. Und wir verlieren die Okay. Szenario. Und das ist. Wir schauen so gut aus, es wäre ärgerlich, wenn wir Ja, so das gut, dann Szenario hole ich verlieren. meine Karten zurück und werde das neu planen. Und ich soll dann eher spät oder früh drankommen. Spät. Spät. Damit. Der Scout wird ihn nicht Warte mal, bist beeinflussen. du. Warte, Moment. Naja, du Warte hast mal, bist recht. du Nein, nein. früher dran oder Du hast später? recht, ja. Sehr spät. Ich bin sehr spät dran. Ja, dann schubst du ihn weg. Ja. Es reichen zwei Nee, das Bewegungspunkte und Problem ab ist, dem, dem. wenn ich Nein, er hat früh einen Trackhouse drankomme, ja, dann nimmt mich Fokus. der obere Hat er nicht den Sonnendämon als Brutmove-Fokus? Fokus und stößt mich von den Stiegen runter. Ja, nein. Brut muss wirklich möglichst spät dran sein, weil er ist momentan von niemandem Ja. fokussiert. Und er will spät rauf, damit ihn der Sonnendämon oben hoffentlich nicht fokussiert. Wie gesagt, ich werde auch raufgehen und ich bin auch sehr spät dran. Relativ spät. Wenn du sehr spät dran bist, bist du nachmittags und dann werde ich auf jeden Fall fokussiert von dem Sonnendämon und dein Pfad nach oben wird von ihm Okay. nicht gestört, hoffentlich. Warte mal. Problem ist, ja. Aber der Punkt ist der, Ande, wenn du jetzt nämlich zu diesen Stiegen hingehst, sogar wenn man dich runterschubst davon und du auf diesem Feld hier endest, brauchst du vier Bewegungspunkte im Zug darauf, um hier oben Ja, das anzukommen und kriege das ich hin. solltest du ja hinkriegen mit So, deinen sechs, die du da noch hast. Ja. Aber das Wesentliche ist, dass ganz du kurz, einmal ja, das oben schaffe bist ich. nach diesem Zug. Haben wir geklärt, das Bellevue ist Super. geschützt, weil selbst wenn er Schaden bekommt, bekommt er keinen Schaden. Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Gut, dann Ja, ist bleibe ja ich bei unwahrscheinlich. dem. Passt. Warte, ich muss mir jetzt meine Karten nochmal anschauen. Ja, okay. Gut, also dann. 74.
35 beim Michi, 61 beim Andi, das ist doch relativ früh. Und dann schauen wir uns mal an, wann der Scout dran ist. 69, bewegt sich mit minus 1, also nur drei Felder immer noch und greift mit plus 1 an, das ist immer ungut. Und die Sonnendämonen sind spät dran. Wir wollen keine Sonnenenergie haben, weil da würden sie sich heilen. Und sie bewegen sich mit 2 und greifen dann heftig an. 73, das heißt, der ist um 1 vor mir dran und verstellt mir meine Stiege. Ich hasse es. Okay, also ich werde umplanen müssen. Schauen wir mal, was bis dahin los ist. Gut. Ja, Michi fängt an. Wenn er die Naturenergie aktiviert, der Tornado die obere Hälfte. Greift als erster den Scout an und dann den Sanddemon. Beide werden gemuddelt. Mhm. Ja. Ich leg das schon mal hin. Obwohl, ich leg's nur beim Scout hin, weil der Sanddemon ja, schon also ich mach mal den Scout. Zweimal. Das heißt 4x2. Schaden. Passt, der geht von 5 in auf 1. In die Richtung, ne? Hand. Ja. Dann greife ich den Sanddemon an. Und hab keinen Treffer und. Patzer. Ja. Aber er ist gemacht, oder? Das ist gut. Ja, jetzt braucht er doch das Martel, weil er wird noch leben. Oder? So, Moment, ich kann mich noch bewegen. Möchte ich das? Ich nicht, oder? Naja, das Scout mit 3 Bewegen kommt da daher, gell? Ja, stell dich nee. Auf die Stiegen. Nein! Mach dort. Ich muss auf die Stiegen. Ja, du kannst ja, irgendwann drüber ziehen. Du gehst ja auf die oberen Stiegen. Okay. Nur damit die Stiegen verstellt sind, damit der andere nicht springen muss. Du wirst auch vom Sonnendämon fokussiert werden, wenn du da stehst. Schauen wir mal nur kurz drüber, was die so machen. Ja. Ah, du hast recht. Okay. Er hat eine Bewegung. Nein, er hat Bewegung 3. Hm? Er ist was jetzt macht er? 3 Bewegungen. Ja, aber er hat grundsätzlich 4 minus 1 ist 3. Der Level 2 oder Level 1? Also er kommt. Level 2? Level 2. Und ja. Level 2 ja. Und außerdem Elite. Gut, ich stelle mich da drauf und lass mich dreschen. Du wirst ordentlich gedrescht werden, weil sowohl der Sonnendämon als auch der Scout haben aber das muss jetzt sein, sonst haben wir das Spiel verloren. Ja, Hartmann, heilst du mich? Oben, hast du Heilung? Du hast Heilung, Hartmann. Heil mich. Ich muss meinen Zug eh umplanen, vielleicht heile ich dich wirklich. Ja? Ja, aber dann ist die Stufe. Nochmal, die dort. Der kommt auf das Stufenfeld vom Andi, oder? Nein! Achso, warte mal. Nein, er hat Stiefel, aber die will er sicher für Notfall für nächste Runde aufheben. Warum soll es für nächste Runde aufheben, hat man? Weil irgendwas sein könnte, dass es dann doch braucht. Okay, ich sehe auch keinen, warum es, aber ich bin so heiklich, weil es absolut das. Oder? Okay. Im Prinzip ist es wurscht. Es kann irgendwas tun. Es, im Wesentlichen hängt unser Szenario erfolgt daran, dass der andere das schafft aber und wenn wir das unvorhergesehen ist, kommt. Ja? Aber es kann ja auch nur mal raus, damit wir dann aber wieder Zeit haben. Ja, das Wesentliche ist das, wir müssen da raufkommen bis Ende der Runde 6, sonst verlieren wir das Szenario. Wurscht, alles andere ist primär. Lass mich dreschen. Du wirst aber nur einmal gedroschen.
Der Sonnendämon fokussiert Ich den finde auch, René. dass der Hartmann jetzt übertreibt. Der Sonnendämon wird auf den René losgehen. Doch. Ja. Das mag schon sein, aber der Andi wird nicht mehr auf diesen Stiegen stehen, wenn der Sonnendämon dran ist, weil ihn der Scout weggeschubst hat. Was? Der Michi, entschuldige, ja. Der Scout ist zuerst dran. Der geht zum Michi, haut ihn, schubst ihn von den Stiegen runter Richtung Rand. Dann Ah ja, ist für den stimmt. Sonnendämon der Michi ein Feld weiter weg und dann geht er Oh, stattdessen auf das ist René gut. los. Ja, okay. Gut, Ja. Michis Zug ist beendet, gell? Das war nicht geplant, ja. Es ist jetzt da an dir Gut, dann dran mit mache ich jetzt meinen Move 6 mit Skewer. Leider ist die dann weg. Und damit komme ich 1, 2, 3, 4, 5, komme ich darauf. Ein Bewegungspunkt verfällt. Warte mal, wie viel Bewegung hat jetzt der Sonnendämon? Ich sehe gerade, es ist gut, dass du den Wie Sprung viel noch Bewegung hat hast. jetzt der Das ist sogar wichtig. Sonnendämon? Halt, Er warte. erreicht dich und schubst Kann dich aber weg. auch daher gehen. Und dann erreicht er. Oh, er erreicht mich immer noch. Ja, das Nein, er ist erreicht vielleicht mich nicht. besser. Das mache ich. Kann Da erreicht er er mich nicht. nicht. Weil er bräuchte 1, 2, 3 und Ja. 3 hat er nicht. Ja, Ich du hast recht, darauf. das ist sehr gut. Ja. Ja. Nur ein Rest ist sogar Andi. Nächste Runde, er wird hier stehen. Und wenn der Sonnendämon nächste Runde vor dir dran ist und dich und hypothetisch dich Adler, erreicht, dann schubst du Adler, dich runter und dann ganz haben wir kurz. verloren. Nein, er greift dich an. Oder in Ja, er geht daher. Stimmt. Das ist näher als ich. Ja, richtig. Außer. Ja. Ja. Könnte auch Du hast raufstehen. recht, ja. 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 Nein, ich bleib Ja, da, René, wo du ich hast jetzt bin. komplett recht, ja. Das kann ich nur dann, wenn ich natürlich nicht, jetzt nicht heile, was der Michi gern gehabt hätte, aber heilen werde ich nicht, weil ich muss die vier Mach Movement das. verwenden. Okay, machen wir es so. So, und meine zweite Aktion Gut, verfällt. ist dein Zug fertig, Ander? Ich krieg einen Ja. Erfahrungspunkt. So, dann ist jetzt der Scout dran. Der Scout hat Bewegung 3 und sein Fokus ist der Crackheart. Er bewegt sich hin zu ihm. Und jetzt haut er ihn mit Angriff plus 1. Er hat Angriff Au. 3 plus 1 ist 4. Zieh eine Karte. Ja. Moment, er hat Maddel. Plus Maddel 0. hat er, ne? 4 Schaden. Das Hat Maddel. recht, ja. Dann noch eine Karte. Ja. Außerdem, ich sollte mal warten, ob du irgendwelche Hab Gegenstände nichts zum aktivieren willst, Aktivieren. aber du hast eh Aber er ist keine. Maddel. Ja. Okay, noch eine zweite Karte. Ja. Plus 1. Hast du noch? Okay. 3 Schaden, ne? Okay, 3 Schaden. Ja, und du wirst Richtung Rand geschubst. Das war hier. Das war der Scout. Und jetzt sind die Sonnendämonen dran, die leider überlebt haben. Also vor allem der Sechser, das ist voll ärgerlich. Der Vierer fängt an. Der fokussiert den Brute, weil er für den nur 3 Bewegungspunkte braucht. Für alle anderen braucht er mindestens 4. Ja. Und das heißt, er bewegt sich hierher. Und das war's. Nein. Warum? Aber kommt nicht näher ran an mich. Ja, aber er wird sich immer so wenig bewegen, wie es Nein, notwendig ist. das Das ist stimmt gleich doch. nahe. In der nächsten Runde hätte er nur einen Punkt Ja, mehr doch, du hast recht, Bewegung, René. bräuchte er. Ja. Ja, René, du hast recht. Ja. Jetzt zum Beispiel nicht. So, und der andere Sondemon nimmt einmal einen Schaden durch seine Wunde. Und dann teilt er nochmal aus, Schade. bevor er sterben muss. Und zwar auf René. Er ist Maddel, das ist der einzige Lichtblick, den du hast. René hat einen Angriff von 5 auf Und dich. er hat Yes. Und Wurscht. Disadvantage. Wurscht. Ach Eine so, habe ich du bist schon. eh Das ist gut. Aber unverwundbar. kannst du auch Okay. mal ziehen, weil dann bleibt er. Ja, Ja. dann zieh die Minus 1. zweite noch. Mal zwei, komm. Wurscht. Okay, René, du nimmst keinen Schaden und wirst geschubst. So, Richtung nimmt er keinen Rand. Schaden.
weil er eine Karte hat. Kriegst doch eine Erfahrung, ne? So, die Münzen nimmst du nicht auf. Ah, Moment, ich krieg auch eine Erfahrung von der. Wieso nimmt man die Münze nicht? Es ist keine Sonne zu stehen kommt. Die Münze nimmt man am Ende seines eigenen Zuges auf. Ja, du hast recht, ja. Aber das wird dann erst am Ende deiner Long Rest sein. Aber du kannst sie dir schon nehmen, ja. Stimmt eigentlich. So, ich Leute, bin mit 74 als letzter dran. Vorm René noch. Ich stehe dann da oben und muss eine Long Rest machen. Oh Gott. Ja, ich mach das jetzt. Ich hab vier Bewegungen. Ich bin echt. Ich gehe hier auf die Fliegen. Ich stehe. Du gehst da jetzt nicht drauf. Ich gehe rauf. Wahrscheinlich, weil du wirst fokussiert sein und ich brauche nur vier Bewegungen, um auch raufzukommen und ich habe das jetzt. Schau, das überlegen wir uns nächste Runde, weil das Problem, das ich habe, ist, ich habe auch nur noch zwei Karten. So, und was ich jetzt noch mache, nein, bevor ich raufgehe, mache ich Folgendes, entschuldigt, ich stehe hier, ich beschwöre meinen Decoy, meine Harmless Contraption. Die ist zwar völlig harmlos, aber ich beschwöre sie trotzdem. Auf ein